Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück bei unserem neuen König Gusper II. Wir haben ihn schon ein bisschen kennengelernt. Wir wissen, dass er zur Maßlosigkeit neigt, zur Völlerei, dass er gierig ist, aber das Geld durchaus auch wieder ausgibt, um sein ausschweifendes Leben zu finanzieren, zumindest was das Essen und Trinken betrifft. Wir wissen aber auch, dass es einen wunden Punkt gab in der Vergangenheit, nämlich seine heimliche, inzestuöse Liebe zu seiner Schwester, die tragisch geendet ist, weil das aufgeflogen ist. Der Mann der Schwester hat diese dann umgebracht und sie war sogar schwanger von ihm. Also das muss ein tragischer Moment gewesen sein. Und ich stelle mir so vor, dass genau das vielleicht die Ursache ist oder anders ist, dass er das jetzt kompensiert durch diese Fresslust, so nenne ich es jetzt mal. Aber es gibt noch mehr über ihn zu sagen, auch Neues, Interessantes. Dazu kommen wir gleich. Ich will vorher noch ein Wort verlieren zu diesem ganzen Thema der Kultur. Ihr wisst ja, wir haben eine neue Kultur, das Valencianische, gegründet. Ich finde das auch in der Sache ganz nachvollziehbar, dass man sich durch diese Fokussierung auf Iberien, auf den neuen Hauptsitz, dass man sich langsam von dieser Ursprungskultur abwendet oder die weiterentwickelt oder dass sich das ja, eine andere Richtung, ein bisschen weiter weg geht, aber auch nicht zu sehr. Es ist noch sehr viel von dem Ursprünglichen da. Und dass man trotzdem so eine Art eigene elitäre Oberschicht bildet im Vergleich zu den Volkskulturen, die es hier gibt. Aber wie auch immer, rein spielmechanisch ist dabei Folgendes passiert, was ich sehr merkwürdig finde. In der Grafschaft hier, in der Grafschaft Provence, die uns noch nicht mal gehörte, sondern Graf Raymond, ist nach Einführung dieser neuen Kultur diese Grafschaft, also auch was das Volk betrifft, hier valencianisch geworden. So, und das finde ich super merkwürdig, finde ich ziemlich unpassend angesichts jetzt unserer Situation. Und das Problem ist, dass es für die Sache mit dem Iberischen Ring super ungünstig ist, weil 80% unserer Grafschaften, also der Grafschaften mit valencianischer Kultur, müssen in Iberien sein. Wenn hier eine ist, hätten wir jetzt hier 4 haben müssen, glaube ich, wenn ich richtig rechne, damit das ausgelöst wird. So, das ist der zweite Grund. Aber vor allem auch, weil es irgendwie völlig idiotisch ist, dass entfernt von unserem Hauptsitz jetzt diese neue Kultur entsteht, habe ich das weggemoddet oder im Debug-Modus geändert. Nur, dass ihr wisst, im Moment gibt es keine einzige Grafschaft, die valencianisch ist. Wir sorgen gerade dafür. Okay, übrigens ein sehr interessanter Nebeneffekt der Tatsache, dass wir als Einziger diese Kultur selbst haben und unsere Söhne, ist, dass zusätzlich uns viele Leute ziemlich doof finden. Also, der König ist extrem unbeliebt, ne? Erstens aufgrund des Rufs seines Vaters, der schon unbeliebt war. Zweitens aufgrund seiner eigenen Eigenschaften. Wir können uns das mal anschauen. Graf Zuniaro, einfach nur als Beispiel. Wir sehen incestuös Ehebrecher, bringt zusammen schon mal minus 20. Dann unersättlich, minus 10. Meinung vom Vorgänger, minus 50. Und dann kommt noch die Kulturdifferenz hinzu, die jetzt hier nicht so groß ist, weil die gleiche Sprache sprechen. Aber gegenüber den anderen ist das viel größer. Also, er hat einen sehr schwierigen Stand. Ich bin sehr gespannt. So, jetzt aber nochmal zu dem anderen Punkt. Erstens nochmal zum Thema sein Bruder. Er hat ja versucht, wir wissen, ihn umzubringen. Ich habe das jetzt wirklich so verstanden, das hat er versucht, vor der Erbschaft zu machen, damit er alles erben wird. Das ist nicht aufgeflogen, nur sein Bruder weiß es. Er hat es aus irgendwelchen Gründen auch nicht verraten. Nur der kleine Kreis weiß es. Und ich denke, dass er jetzt nicht weiter anstrebt, ihn umzubringen, sondern dass es quasi ein Thema ist, was totgeschwiegen wird und die beiden verkehren auch nicht miteinander. Und Prinz Uck hat spielt keinerlei Rolle am Hofe oder im Reich. Also der wird nicht eingeladen und so weiter. Es gibt kaum Berührungspunkte. So stelle ich mir das im Moment vor. Mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Das ist das Zweite oder das Dritte, was auch immer. Jetzt aber zu der neuen spannenden Geschichte, die ich hier noch entdeckt habe. Und zwar, bei Geheimnissen ist hier noch ersichtlich, dass wir ein Geheimnis haben, nämlich, dass Prinzessin Estefanias Kind, und das ist die Schwester, die wir geliebt haben, sicher unser uneheliches Kind ist. Das heißt, das Kind, was sie dort im Bauch getragen hat, man sieht es hier noch im Bild, das ist gar nicht das Einzige gewesen, sondern es gibt ein lebendes Kind von uns beiden. Oh mein Gott, das verändert ja die Lage nochmal ganz gravierend, wie ich finde. Estefania, und das müssen wir uns mal genau anschauen. Estefania Centoles Banukasi heißt sie. Und dass es dieses Kind gibt, ist komplett unbekannt. Das weiß niemand. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Typ das weiß, ehrlich gesagt.
Erpressung umstrittene Abstammung. Aber das bezieht sich ja eigentlich, musste sie auf uns beziehen. Also das ist so ein bisschen unklar. Im Moment weiß es niemand. Nur wir wissen das. Selbst das Kind weiß es nicht. Das Kind lebt hier in der Grafschaft von Alcanis bei ihrem Bruder, der gerade Graf ist, aber auch erst 13 ist. Sie ist 10. Offiziell ist sie unsere Nichte, eigentlich ist sie unsere Tochter. Und jetzt stellt euch das mal vor. Das ist quasi unser Sprössling und dann noch das Kind unserer heißgeliebten Schwester. Das möchte man natürlich beschützen. Das möchte man, ja, das möchte man irgendwie um sich haben, vermutlich auch. Und das ist jetzt tatsächlich ein großes Problem, weil, ich zeige euch das jetzt mal, wir reden erstmal spielmechanisch darüber. An den Hof einladen geht mit Abstand nicht. Schaut euch das mal an. Ihr seht die ganzen Werte. Also da ist kein Reinkommen. Man könnte Folgendes machen. Man könnte vorschlagen, eine Heirat zu arrangieren. Das geht allerdings nur mit Höflingen. Das ist ja durchaus möglich, wenn wir, nehmen wir an, wir nehmen irgendeinen, der jetzt hier ist, Alderik von niederer Geburt. Aber auch das wird gravierend abgelehnt, wegen der von niederer Geburt. Wir können aber keinen anderen von hoher Geburt hier irgendwie herholen. Da gibt es derzeit keine Möglichkeiten. Außerdem steigt sie da ab. Ja, das ist vermutlich kombiniert. Also auch das ist schwierig. Es gäbe eine ziemlich wahnwitzige Möglichkeit, und zwar eine Einkerkerung. Das ist natürlich ein tyrannischer Akt, aber ich könnte es mir sogar vorstellen, dass er will es natürlich nicht ihr nicht sagen, er will es niemandem sagen, dass er irgendeinen Vorwand sucht, um sie zu entführen, einzukerkern auf diesem Weg, um sie dann freizulassen und an seinem Hof zu haben und sich dann um sie zu kümmern, als quasi heimlicher Vater. Das Problem ist, das gelingt nur zu 54%. Und da gibt es ein paar Modifikatoren, die man vielleicht noch beeinflussen kann. Nämlich ihre Meinung über uns. Ja, das ist der wichtigste Wert. Und vielleicht noch die Einschüchterung, die wir erhöhen können. um das wahrscheinlicher zu machen. Ich werde mal in diese Richtung gehen. Wir können aber nicht über den klassischen Weg, über Beeinflussung ihrer Meinung erhöhen. Wir können aber zumindest ihr ein Geschenk schicken. Bringt uns Anspannung, ist aber egal. Erhöht schon mal um 19 die Meinung. So. Wir gucken mal, wie es jetzt aussieht mit dem Einkerker. Jetzt sind wir schon bei 64%. Okay, gut. Ich würde mal sagen, wir beobachten das. Sie ist noch 10. Wir müssen aufpassen, dass sie nicht irgendwie verheiratet wird. Aber wir versuchen sie mit der Zeit irgendwie auf unsere Seite zu ziehen. Sie wird ihre Meinung auch über uns zu uns noch verbessern, weil der Malus bezüglich des Vaters geht weg. Ja, also das ist... Ich kann mir das so vorstellen, ne, dass er so versucht, irgendwelche Mittel und Wege zu finden, an den eigenen Hof sie zu buxieren. Soweit erstmal zu der komplizierten persönlichen Ausgangslage. Jetzt gibt es noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Als erstes, wir haben noch einen Vorzug verfügbar, den ich vergessen habe. Er ist hier den Aufseherweg gegangen. Ich würde sagen, den bringen wir für ihn zu Ende. Absolute Kontrolle werden wir dort nutzen. Dann haben wir immer noch das Problem des Bischofs, der uns nicht leiden kann, was uns sehr viel Einnahmen kostet. Das Blöde ist, dass hier ein Geschenk man durchaus machen könnte. Allerdings bringt das nur 9 Meinungen. Das verändert ganz wenig, meines Erachtens. Also es reicht nicht. Ja, und Beeinflussung hier ist schwierig, aber wir versuchen es einmal, würde ich sagen. Mal gucken. Das ist schon ziemlich wichtig für uns, dass das gelingt. Okay, im Übrigen, sie könnte vielleicht auch noch helfen beim Ränkespiel, um die Verhaftungschance zu erhöhen. Wir probieren das mal aus, was das für Konsequenzen hat. Ah, ich muss sie noch anpinnen. Das ist ja auch nochmal sehr, sehr wichtig, dass wir sie nicht aus den Augen verlieren. Die gute Estefania, die im Übrigen auch noch heißt wie ihre Mutter und unsere Geliebte. Oh mein Gott. So, wartet mal. Nee, 64 hat sich nichts verändert. Obwohl unsere Frau beim Ränkespiel hilft. Vielleicht müssen wir noch einen Tick laufen lassen, aber kommt ja eh noch nicht. Frage, wir machen nochmal, wie der Herrscher helfen. Gut, wir haben gerade ein Fest in Auftrag gegeben. Artefakt will ich jetzt erstmal nicht tun. Alles andere lassen wir auch mal. Ich denke, dieses Fest sollte erstmal gefeiert werden und dann sehen wir weiter. Ein geselliges Beisammensein. Schauen wir mal. Willkommen, meine Freunde. Ob die Stimmung wirklich so prächtig ist, weil so richtig gemocht werden wir nicht. Oh,
Unser Bruder Prinz Ück hat eine Fraktion, die Gersenda auf den valencianischen Thron bringen möchte, gegen uns geschaffen. Seht ihr, da geht der Brüderstreit gleich los. Gut, aber ich meinte, das ist vielleicht noch ein anderer Weg, wenn er die Fraktion wirklich... Oh, und die hat ein Mitglied, nämlich ihn selbst. Und er hat mit 1200 Mann auch ein bisschen was zu bieten, aber jetzt auch nicht so viel. Gersenda ist im Übrigen unsere Schwester, die mal verheiratet war mit einem Muslim, aber das wurde gelöst. Wir haben eine ganz gute Meinung von ihr. Aha, sie weiß es auch, dass wir versucht haben, einen Verwandten zu ermorden, sehe ich gerade. Minus 70. Okay, also das muss ja in der Familie absolut bekannt sein. Wissen unsere Kinder das auch? Nee, schaut mal, die wissen das nicht. Interessant. Das heißt, warte mal, haben wir noch? Wir haben doch noch Geschwister, ne? Weiß sie das auch hier? Alienor? Hat versucht, einen Verwandten zu ermorden. Ja, sie weiß es auch. Spannend. Also es scheint aber nur wirklich die innere Familie zu wissen. Okay, alles klar. Da hat er also eine Fraktion geschaffen. Na, mal sehen, was das wird. So, Graf Chill hat eine Unabhängigkeitsfraktion geschaffen. Oh, Leute, das wird interessant. Wir haben aber erstmal hier einen Hof-Event. Kopfüber. Gerard nimmt teil und Bertrand, unser Erzbischof. Eine Schar von Leuten in Roben stürmt in den Thronsaal, sucht eifrig den Boden ab und hebt dabei von Stühlen bis hin zu Röcken alles kurz einmal an. König Gusper, schreit einer, wir sind die Anhänger von Guitard, dem Kopflosen, einem großen Heiligen, wegen einer Prophezeiung, die man ihm bei der Geburt mitgab, enthauptet wurde. Der, okay. Wie es bei Heiligen oft üblich ist, begann sein Kopf wegzurollen. Wir haben ihn quer durch das Land verfolgt und sind uns sicher, dass er den Hügel hinauf in eure Burg gerollt ist. Oh mein Gott. Geben wir ihm die Erlaubnis? Das findet Erzbischof Bertrand total blöde. Oh, das ist aber eine gute Gelegenheit, um uns bei ihm einzuschleimen. Kultisten. Das machen wir hier. Ich werde nicht zulassen, dass irgendein Kult meinen Hof auf den Kopf stellt. Ja, sehr schön. Das heißt, 20 Meinung bei Bertrand. Hervorragend. Es kann aber sein, dass der Kult zurückkommen wird. Wir werden sehen. Wir erreichen Hofpracht 6 dadurch. Und, was passiert mit dem Kult? Habe ich jetzt nicht gesehen. Und wir gucken uns das mal an. Das hat sich aber schön verbessert. Nun lohnt sich plötzlich ein Geschenk, auch wenn es teuer ist und wir Anspannung bekommen. Aber insgesamt ist das, glaube ich, eine rentable Angelegenheit. Ja, und damit sind wir im Plusbereich. Damit hat er begonnen, uns zu mögen. Und wir kriegen... Ach, aber wir sind ja erst... Ach, stimmt, ja, richtig. Weil er keine Angst vor uns hat. Die anderen waren ja über Druckmittel an uns gebunden. Ist das noch nicht sehr viel, was wir bekommen? 0,3. Dann hat sich's doch noch nicht gelohnt. Richtig. Das mit dem Druckmittel war so wertvoll. Wir werden jetzt direkt schon mal überwältigt von Anspannung. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Eines Nachts wache ich auf und spüre, dass jemand auf mir sitzt. Das ist kein sinnlicher Traum. Der geistesgestörte Mönch, der in meinen Thronsaal eingebrochen ist, hält mir ein Skalpell an die Kehle. Oh mein Gott! Wenn ihr uns daran hindert, den Kopf zu suchen, könnten wir uns auch mit dem euren begnügen. Er ist so schön rund und wird mit Sicherheit gut rollen. Oh mein Gott, was sind das für Spinner? Okay. Das ist gar kein Anspannungsevent, sehe ich gerade, sondern ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist auf jeden Fall... Das ist ja schrecklich. Ihr geht mit ihm in den Keller? Wir haben den Kopf nicht gesehen. Lass mich in Ruhe. 16% Chance, dass wir sterben. Ich wette, ihr könnt mich mit diesem mickrigen Ding nicht enthaupten. Oh mein Gott. Was ist das denn? Wir werden teilweise enthauptet? Wir werden vollständig enthauptet und er hat den Spitznamen der Kopflose? Okay, ich glaube, das Letzte ist irgendwie eine alberne Sache. Das macht vielleicht irgendwie ein super... Ja, ich weiß nicht. Das macht ja einen Wahnsinniger. Eigenwillig, gierig, unersättlich. Also, ich würfle ja normalerweise bei Krisen
bei Krisendingern immer, bei Krisenevents. Na gut, und ich würfle auch immer, wenn Eigenschaften nicht ganz eindeutig ein Ergebnis vorhersagen. Ich tendiere zu diesen ersten beiden Optionen. Also das ist so in dem Bereich, in dem ein normaler Mensch jetzt reagieren würde, würde ich sagen. Zumindest einer wie wir sind. Ja, dann werde ich mal die Würfel holen. Okay, also 50-50 Chance. Suchen wir mit ihm oder sagen wir, lass mich in Ruhe. Ich würfle eine 4, das ist für mich die zweite Option. Und damit, was passiert jetzt? Oh mein Gott, wir werden es, naja, mal sehen. Es ist ein Kampfgeschick-Herausforderung. Wir haben den Kopf nicht gesehen. Lasst mich in Ruhe. Oh mein Gott. Wir haben ihn einkerkern können. Das ist jetzt erst der geistige Zusammenbruch. Oh mein Gott. Girard. Oh Gott, so ein Spinner, ey. Wie konnte der in unser Schlafgemach kommen? Ist so unfassbar. Das ist übrigens, vielleicht ist das jetzt der Moment, einen Leibwächter anzustellen. Ja, ich glaube, das ist ganz passend. Also ich verdrossen durch die Gänge meines Palastes. Also wir sind jetzt Nervenbündel, ne? Streife schwadronieren meine Höflinge schier endlos über ein Ärgernis, das es wohl in Valencia gibt. Vielleicht ist es auch gar kein echtes Ärgernis. Es könnte auch nur eine kleine örtliche Bagatelle und eine große Auswirkung sein. Irgendetwas an den Gesprächen klingt jedoch vertraut. War dieses Gesetz nicht meine Idee? Das ist etwa mein Fehler? Ich würde mal sagen, das interpretieren wir jetzt mal anders. Das interpretieren wir auf dieses krasse nächtliche Erlebnis hin. Das ist die Ursache für diesen geistigen Zusammenbruch. Und wir reagieren wie? Der Würfel sagt 3. Ein Humpen voller Glück löst die meisten Probleme. Na, das ist doch passend. Wir werden also nicht nur, wir sind nicht nur der Völlerei anheimgefallen, sondern werden auch zum Trunkenbold. Was bedeutet? Verwaltung -2, Kampfgeschick -2, winziger Gesundheitsmalus, höhere Ansprungsverlust und alle anderen Trunkenbolde finden uns toll. Oh mein Gott, das geht ja gut los mit diesem König. Okay, alles klar. Na gut, dass wir gerade auf dem Fest sind. Immerhin, wir werden nicht mehr übermannt. Aber jetzt lass mich zu diesem Punkt noch kommen. Ich wollte hier ein bisschen was machen. Also, Hoftutor, Seneschall, ja, Leibwächter. Ich denke, nach diesen Ereignissen, wir haben nur schlechte Leute, ernsthaft? Das ist ja ein Witz. Na gut, dann ist es halt so. Dann wird Eignung schlecht. Wen finden wir denn von denen am besten? -6, -24. Na komm, dann wird Anzell Leibwächter. Okay. Und was wir auch machen könnten, denke ich, weil uns das Thema allgemein so wichtig ist, Essen wäre ein Vorkoster ganz gut. Ja, das könnte eigentlich auch der Hofarzt machen. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Wobei, dann ersetzen wir ihn, ne? Oder ist das eine Doppelfunktion? Naja, gut, dann macht es diese Frau hier, Briska. Oder wir gucken mal wieder. -20 +7. Nee, den finden wir besser. Alderik, warum auch immer. Keusch und ist ebenfalls unersättlich. Der kann uns verstehen. Okay, setzen wir den noch ein. Gibt es noch ein interessantes Hofamt? Mundschenk ist so ein bisschen so ähnlich. Aber ich glaube, wir sind ja jetzt nicht paranoid geworden. Das reicht erst einmal. Puh, Gott, was für Ereignisse. So, aber hier passiert schon wieder was am Hofe. Ein verschmähter Höfling. Die Königin, unsere Gattin und Alderik, der Vorkoster, ist beteiligt. Warum habt ihr Alderik, diesem Einfallspinsel, einen Titel am Hof verliehen und nicht mir? Hä? Wieso soll die Königin Vorkosterin sein? Das ist doch ein Witz, oder? Meine Gemahlin Königin Hana tobt vor Wut. Offenbar war sie sich sicher, dass die Ehre ihr zuteil werden würde und niemanden sonst. Okay, sie kann Großalmosianerin werden. Ja, Gott, soll sie das werden, oder? Da haben wir nichts dagegen. Man muss seine Frau irgendwie auch ruhig stellen. Machen wir das mal so. Zumal wir auch ja nicht mehr zynisch sind, sondern ich sag mal normalgläubig. Ist das schon ganz, ganz passend, wie ich finde. Gut. Ein hartes Urteil. Okay, da geht es um unseren Sohnemann. Ein gemeiner Dieb wurde zum Tod verurteilt. Ich wollte wissen, was mein Sohn Prinz Girard darüber dachte. Erkundigte mich nach seiner Meinung.
Ja, ich glaube, jedes Mal weiß ich immer nicht. Ich glaube, dass die letzte Version war, dass ich hier immer die erste Sache war, weil ich mich jetzt hier nicht in die Entwicklung einmischen will. Und das, was hier entstanden ist, ja eh schon zufällig entstanden. Und insofern soll er gerecht bleiben. Ich will halt nicht, dass wir unseren gleichen Charakter quasi in unseren Kindern immer wieder reproduzieren. So, unsere Gäste gehen. Hannah hat die Sache gut gemacht. Gab offensichtlich keinen Zwischenfall. Und das Ganze hat uns Prestige eingebracht und tatsächlich auch die Ruhmstufe erhöht. Okay, jetzt gibt es ein paar Optionen. Hofhalten. Ich denke, das ist jetzt als frisch gekrönter König absolut nötig. Das machen wir jetzt. So, dann hören wir mal die Bittstelle an. Okay, gib dem Ersten in der Reihe ein Zeichen. Wer kommt denn jetzt hier alles so? Wir haben einmal einen wandernden Mann. Wir haben den... Ah, das ist Matfred, der alte Bischof, noch von unserem Vater und Prinz. Oh, unser Bruder kommt. Oh, das wird eine peinliche Szene. Naja. Das wird interessant. Also erstmal aber hier der wandernde Typ. Eine sehr alte Gestalt nähert sich meinem Thron. Jeder Schritt begleitet von dem Klicken und Klopfen ihres Stockes. Mein Fürst, ich bin Ahnenforscher. Ihr wisst sicher, dass ihr von edler Herkunft seid. Doch wisst ihr auch von eurer göttlichen oder mythischen Abstammung? Ich möchte eine Schriftrolle anfertigen, die eure komplette Abstammung bis zum Anbeginn der Geschichte umfasst. Für ein paar Goldstücke kann ich euch und der Welt die Wahrheit offenbaren. Ihr seid ein wahrer Abkömmling von den legendären Begründern dieses Landes. Oh mein Gott. Aber der ist tatsächlich von unserer Kultur. Ja, ist die Frage, kennt man diese... Nee, wenn man ihn jetzt so trifft zum ersten Mal, würde man ihn nicht einschätzen können. Insofern können wir hier nicht zurückgreifen auf die Kenntnis dieser Eigenschaften und Werte. Normalerweise würdest du diesem Typen niemals die Sache anvertrauen. Er kommt immerhin aus dem großen Hause, ne? Wir sind jetzt aber nicht eitel. Aber man ist schon irgendwie geschmeichelt, ne? Ja, sorgt dafür, dass die Liste übermäßig lang ist. Okay, wir kriegen einfach nur Hofpracht. Wir zahlen ein bisschen Geld. Gut, waren wir schon auf Stufe 6? Egal. So, Fürstbischof Matfre ist da. Mein Fürst Huescar wurde von der feindlichen Besetzung schwer getroffen. Oder gab es Krieg? Das Volk hungert. Unsere Felder erholen sich nicht und unser Viehbestand reicht nicht mehr zum Überleben aus. Wir bitten euch darum, einzugreifen und eure ergebenen Untertanen mit eurer Großherzigkeit zu retten. Er verneigt sich tief und schweigt. Was können wir tun? Wir haben hier eine Sondermöglichkeit. Ihr zahlt besser auch Steuern und es wird Konsequenzen geben. Ja, könnte man machen. Wir könnten Ancel als offiziellen Gutachter, um den Wiederaufbau der Grafschaft zu überwachen, bekommt der offizielle Inspektor. Jetzt Steuererleichterung zu gewähren, weiß ich nicht. Also und ja, also es ist nicht mal unser Land, ne? Das ist im Gebiet des Herzogs Vrans. Nee. Komm, wir nutzen die Gelegenheit, hier klare Kante zu sagen. Jetzt soll mal Steuern zahlen und uns nicht belästigen. So, jetzt wird spannend. Unser Bruder kommt. Die Spannung ist zum Schneiden, als sich mir mein Bruder Prinz Ück nähert. Ja, genau, so ist es. Mein Fürst, ich komme mit ernsten Neuigkeiten, aber auch mit einer Lösung für dieses Ärgernis. Es wird zunehmend klar, dass die Occitania und die Valencianisch-Occitania einander immer ähnlicher werden. Na, das ist natürlich absurd. Wir haben uns ja gerade voneinander getrennt. Vielleicht sogar zu ähnlich. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir ihnen zeigen, dass wir die Valencianisch-Occitania sind, die an der Speerspitze der Innovation stehen. So, wir können ein Fest ausrichten. Das klingt interessant. Fest ist genau das, was wir gerne mögen. Arrangiert ein Spektakel. Ja, kommt, wir machen das mit dem Fest. Gibt uns sogar Prestige. Kulturakzeptanz verringert sich um 10%. Prinz Ück findet das toll. Und die okzitanischen Vasallen finden das doof. Egal. Wir machen ein Fest. Das ist unser Ding. Die Aufgabe ist hier erstmal erledigt. Das bringt mich aber noch zum anderen Punkt, den ich
beinahe vergessen habe. Nämlich dieser Typ, der uns den Kopf abpacken wollte. Der ist ja jetzt unser... Wo ist der hin? War der nicht im Kerker gelandet? Was ist mit dem passiert? Oder ist der nur eventmäßig im Kerker gelandet und gar nicht in unserem echten Kerker? Ich hoffe nicht, dass der nochmal wiederkommt. Haben wir irgendwie... Nee. Also das war ja wohl unfassbar gruselig, was da passiert ist. Puh. Aha. Da kommt tatsächlich noch was. Ferrand, der Ahnenforscher, kehrt nach ein paar Tagen zurück. Er entrollt eine Schriftrolle, die lang genug ist, um eine meiner Provinzen zu umschließen. Mein Erzbischof stolpert leicht darüber, als das entrollte Ende gegen den Fuß meines Thrones stößt. Ich habe hier die Wahrheit über eure Abstammung, mein Fürst. Er räuspert sich und beginnt zu lesen. Heute gilt es, eine große Geschichte zu enthüllen. Vor uns steht König Gusbert. König Gusbert, der Erste, der Fehler von Valencia, ist sein Vater. Gezeugt hat diesen wiederum der furchteinflößende Herzog Saint-Tol, der Provence, Berillon, de la Tour de Pont, gehörten die Lenden, die diesen hervorbrachten. Der bemerkenswerte Herzog Erlulf zeugte diesen Kind, nannte diesen Herzog Angel Botto, der Sprachkundler von Provence. Ein paar Augenlider am Hof beginnen zu singen. Ja, das ist uns auch bekannt. Was willst du uns erzählen? Zeit für ein Nickerchen. Das begeistert mich mehr als jede Ballade. Oder das Genug Königreich von Valencia schuldet euch etwas für eure Dienste. Ach so, es geht darum, dass das einfach super langweilig ist. Ich würde sagen, warte mal, wir haben keinen hohen Bildungsgrad. Was er uns erzählt, ist nichts Neues. Wir haben wahrscheinlich gerade schön gegessen. Das passt jetzt eigentlich am besten, ne? Es ist Zeit für ein Nickerchen. Ich werde von meinem eigenen Ruhm träumen. Genau. So, unsere Vasallen finden das aber überhaupt nicht lustig. Und unser Ruf, der sinkt weiter. So, wir können eine Bürgermeisterin einkerkern. Was hat sie für ein Verbrechen begangen? Unzüchtig. Ja. 34% ist auch so eine Sache. Bündnis mit unserem Sohn, da spricht meines Erachtens nicht dagegen. Wir sind schon wieder nicht gebilligt. Wahrscheinlich aufgrund dieser ganzen Ereignisse. Und, sagt mal, können wir nicht hier einheben oder so? Nee. Sich dem Alkohol ergeben. Sollten wir uns vielleicht noch für den richtigen Moment aufbewahren, wobei jeder Moment ist da gar nicht so schlecht. Aber wir müssen noch eine Pflichtveranstaltung tun. Wir sind normal gläubig, das bedeutet für mich, dass wir schon einmal im Leben eine Pilgerreise machen sollten. Wollen wir es jetzt auch nicht übertreiben, aber ich denke, der Moment ist gekommen. Und wir werden aber hier in die Nähe reisen, nämlich nach Santiago. Ja. Ganz klar. Okay. Zeit für die Abreise. Das ist dieses formale Bündnis. Nichts Besonderes. Die Unabhängigkeitsfraktion hat sich immerhin aufgelöst. Okay, jetzt gibt es nur noch... Oh. Okay, Prinz Ück scheint jetzt durch das Fest, was wir da veranstaltet haben... auch irgendwie befriedigt worden zu sein, weil die Gersender-Fraktion, da ist jetzt nur Gräfin Brigida drin und die ist natürlich machtlos. Hm, der scheint den Groll zu vergessen. Nee, eigentlich sind wir hier noch bei minus 100. Beeindruckt plus 40 hat nichts verändert daran. Ich weiß nicht, hat er jetzt Angst oder was? Ja, tatsächlich, ich sehe gerade, er hat Angst. Hier, er ist verschreckt. Ernsthaft? Wie viel Schrecken haben wir denn? 57, interessant. Nun gut, Pilgerreise, liebe deinen Nächsten. Unter den anderen Pilgern gibt es einen Mann, der Menschenliebe und Zusammengehörigkeit predigt, bis er zum Thema Heiden kommt. Eines Abends erklärt er am Lagerfeuer lautstark, dass sie alle abscheuliche Monster in den Augen alles Göttlichen sind. Abartige und Kindermörder allesamt. Die meisten wenden sich ab, wenn er ihnen in die Augen schaut. Heute war ich jedoch nicht schnell genug. Seid ihr etwa anderer Meinung? Tja, haben wir da irgendwie eine Tendenz? Eigentlich überhaupt nicht.
Dazu haben wir uns noch gar nicht geäußert. Dann ist jetzt der Moment gekommen und das wird dann der Zufall entscheiden. Eigentlich entscheidet er es, wir wissen es bloß noch nicht. Und ich wirf eine 1, das heißt, er sagt, sie sind nicht alle so schlimm. Es gibt eine gewisse Sympathie Heiden gegenüber. Okay, andere glauben, Domine steuern plus 10%. Das ist sogar gar nicht so schlecht. Meinung von anderen glauben, auch 10%. Okay, das sollte unsere Steuereinnahmen etwas erhöhen. Gibt trotzdem schon eine entsprechende Bauernfraktion und wir sind da in Santiago. Als der Bischof mir den Segen erteilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit die himmlischen Mächte mich hierher führen konnten. So, wir sind jetzt Pilger und halten dafür ordentlich Frömmigkeit und auch ein bisschen monatliche Frömmigkeit. Ja, alles klar. Und da haben wir den Pilgerhut. Aber wir haben offenbar auf der Pilgerfahrt nicht verzichtet auf gute Speisen und sind trotzdem noch fettleibig geworden. Nun ja. Okay, liebe Leute. Damit endet vorerst wieder diese Staffel. Es gibt einige spannende offene Punkte. Das Verhältnis zum Bruder. Dann die Geschichte mit Estefania. Ich guck mal ganz kurz. Wir sind bei 96% aufgrund der Angst, die alle vor uns haben. Sie ist 11. Ich würde sagen, das ist der Weg, wie wir sie zu uns holen. Wir werden da irgendwie so eine Nacht- und Nebel-Sache inszenieren und sie dann zu uns an den Hof holen. Ich denke ja, das werden wir in der nächsten Staffel machen. Ja, und dann schauen wir mal. Eroberungstechnisch gibt es ein klares Ziel. Das ist hier das. Diese Grafschaft gehört nämlich de jure zu uns. Sollte auch überhaupt kein Problem sein. Das werden wir dann demnächst auch angehen. Und wie weit sind wir entfernt, dass wir Teil des Ringens werden? Dauert noch ein bisschen. 5 Jahre. Nun gut. Wir sehen uns in der nächsten Staffel wieder. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallend.